Wir sind tief getroffen von den Anschlägen in der Türkei, zumal wir damit rechnen müssen, dass es viele deutsche Opfer und wahrscheinlich auch Tote gegeben hat. Das zeigt, dass der Kampf gegen den internationalen Terrorismus entschieden fortgesetzt werden muss und dass wir dafür auch eine breite Übereinkunft mit den Verbündeten brauchen.